Ach du Scheiße. Alter, der wippt sich gerade ganz böse auf. Also ich will es nicht übertreiben. Einen wunderschönen guten Tag zum zweiten Mal. Ich stehe jetzt draußen, wie man sehen kann, und meine Hände fallen ab. Aber wenn ich Handschuhe anziehe, dann kann ich die Kamera nicht bedienen, weil sie einen Touchscreen hat. So, ich gehe mal ein bisschen zurück. Jetzt sieht man den Himmel natürlich betonter, ne? Wir befinden uns hier auf dem Berg. Ich hatte ja schon in meinem Abholvideo des Fahrzeugs erwähnt, dass ich das Auto wirklich nutze. Das heißt, ich nutze die Offroad-Capability, die dieses Auto bietet. Wir gehen mal in die Richtung ums Auto herum, weil die Sonne einfach von der anderen Seite drauf scheint. Also wir haben hier schon mal auf jeden Fall diese geile Front. Da sieht man schon die 360-Kamera vorne unter. Moment, ich stelle mal die Kamera. Ups, falscher Knopf. Kurz mal um, dass ich hier den Zoom benutzen kann. Das ist ja interessant. Jetzt hat er komischerweise den Gimbal hochgedrückt. Hier, die 360-Kamera unter dem Mercedes-Stern. Falls man das sieht, ich kann natürlich auch so näher dran, kann man das sehen, dass da diese... Seht ihr? Ja, das seht ihr. Diese Streifen, die finde ich voll geil. Das haben alle nagelneuen Mercedes. Das ist, um die Assistenzsysteme zu schützen vor Schnee wie jetzt oder anderen Sachen. Das schmilzt den Schnee. Da gibt es auch lustige... Warte mal, ich muss meinen Gimbal hier kalibrieren neu. Wenn da Schnee drauf ist beim Fahren... Das schmilzt, das erheizt sich, das sind Heizstäbe. Das ist jedenfalls meine Vermutung, weil ich habe nämlich zuerst gedacht, das ist irgendeine coole Technik. Rein optisch wird es nicht sein, es wird schon eine Funktion haben. Und das sieht echt cool aus, diese Linien dazwischen. Das müssten Heizstäbe sein, ja, um das dann zu schmelzen, dass der Schnee quasi weg ist und dann die Assistenzsysteme noch funktionieren. Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, ne? Schaut einfach mal, wie schön das aussieht hier. Also ich finde wirklich den Anblick sehr episch. Wir haben natürlich Iridium-Silber. Iridium ist ein besonderes Edelmetall. Das ist hochwertiger, mehr wert als Gold und Platinum. Das hat diese Farbe. Wie das Auto, ist eine klassische Mercedes-Benz-Farbe. Die SLRs und so, die sind auch alle Silber, da heißt es dann anders. Der Farbton so an sich ist dasselbe. Ist einfach dieses helle. Bei den ganz neuen GLEs heißt es plötzlich Hightech-Silber und nicht mehr Iridium-Silber. Sieht aber eigentlich optisch genauso aus wie das hier. Iridium gab es schon immer. Wir hatten schon S500, Langfirmatik. Ich selber hatte auch ein E500 Cabriolet, auch in Iridium-Silber. So tolle Farbe, weil jeder fährt schwarz. Weiß ist natürlich auch so eine Trendfarbe, die ganz viele haben. Aber gerade GLE fahren irgendwie ganz viel in schwarz und dadurch wirkt er einfach kleiner. Und hier in Silber ist er einfach nochmal richtig präsent, dass uns damals schon aufgefallen ist, aber die Silbernen sind hochgradig selten. Allein deshalb finde ich es schon mal schön, weil das einfach kaum einer hat heutzutage. Meistens ältere Leute, weil die halt einfach reifer sind und mehr Ahnung haben. Die jungen Leute denken dann, ja, schwarzes Auto ist irgendwie cooler. Nee, tatsächlich ist es cool, einfach mal Silber zu haben und auch silberne Felgen. Wir haben im Moment die Winterräder drauf, die werde ich ändern. Ich habe ja, wenn ihr das andere Video angeschaut habt, Lorinzer-Felgen gekauft. Da müssen noch neue Reifen drauf. Und die fahre ich dann wahrscheinlich im Sommer. Und dann werden meine jetzigen Sommerräder, die sehr, sehr schön sind, gewechselt zu denen da. Weil die haben beide 20 Zoll. Das sind jetzt 2,75, 50. Geiler Querschnitt. Deshalb sehen die auch so dick aus. Gefällt mir sehr. R20 XLV. Ist der Geschwindigkeitsindex, deshalb können wir auch damit schnell fahren. Aber die sehen einfach, ich finde die optisch eigentlich auch sehr schön. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich hatte das Auto gekauft auf Sommerrädern im Dezember. Und dann wurde mir gesagt, ja, kriegst du noch Winterräder dazu als Deal quasi statt Preisreduzierung.
Und das hieß auch 20 Zoll. Von Foto her sahen die anders aus als das, sind aber auch nicht schlecht. Die sind Himalaya-Grau. Die sind jetzt nicht Hochglanz gedreht. Meine Sommerräder sind Hochglanz gedreht und die tausche ich dann zum Winter. Normalerweise fährt man im Winter keine Hochglanz gedrehten, aber der Ochixo fährt dann im Sommer und Winter Hochglanz gedrehte Räder, denn ich bin ein großer Fan von schönen Felgen, auch im Winter. Da widersprechen mir ganz, ganz viele armen Schlucker, die meinen, im Winter, schaut mal, wie schön das jetzt ist. Wenn da jetzt keine schönen Felgen drauf wären, wäre doch schade. Und ich finde die hier nicht so schön, wie sie sein könnten. Deshalb im nächsten Video sind dann andere drauf. Das sieht so schön aus. Deshalb könnt ihr einfach meiner zärtlichen Stimme zuhören. Ich gehe ganz langsam drum herum. Sieht einfach so schön aus. Ich muss gar nichts groß hinzufügen. Sieht doch super aus. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, geiles Auto. Klar, wir gehen jetzt noch ein bisschen aufs Auto ein und so, quasi so ein kleines Auto-Review, aber es gibt ja sehr, sehr detaillierte Reviews, deshalb muss ich nicht viel sagen. Auf den Motor gehe ich ein, den Innenraum zeige ich euch, der ist wunderschön, Macchiato Beige, Magma Graues Leder, es gab auch Articon Ledernachbildung bei diesen Fahrzeugen, das kostet glaube gar nichts und das Leder kostet dann 2000 Euro Aufpreis, das hat ein Glück hier, das wurde ja ein Glück dazu bestellt. Ja, wir haben hier natürlich das Offroad-Paket. Das finde ich auch ziemlich geil, um ehrlich zu sein, dass er nicht das AMG-Paket hat. Hatte ich in dem anderen Video schon erwähnt. Dadurch sieht er einfach so aus, wie er aussieht. Offroadig und hat auch Offroad-Capabilities ein bisschen mehr, weil er einfach nicht so tief am Boden ist wie die AMGs. Mit AMG-Paketler. Da ist das Bodykit einfach ein bisschen tiefer gezogen. Dadurch kann er einfach über weniger drüber fahren. Und so ist halt richtiger Offroader. Hat dann hier wunderschön diese Chrom-Front. Und auch hier am Heck diese Chrom, ja, wie so ein bisschen wie ein Bullenfänger sieht das aus. Ist allerdings nur Optik, würde ich behaupten. Da ist einfach nur Plastik. Das hat er vorne auch. Und ich mache einfach mal den Kofferraumdeckel auf. Oder warte mal, hier, wir haben ja eine Fernbedienung hier für das Ding. Hier. Zack. Ist er fokussiert? Ja, ich glaube, ne? So, hier so sehen die aus. Komischerweise ist das hier nicht mehr hochglanzschwarz. Na, warte mal, auf was fokussiert er jetzt? Meine Finger sind am Abfrieren. Ich kann kaum den Bildschirm... Ne, er fokussiert aufs Auto, ne? Jetzt hat das. Hier, das ist nicht mehr Hochglanzschwarz. Das ist komischerweise so ein Kunststoff. Also das andere ist auch Kunststoff, aber das war Hochglanzschwarz, so Pianolack-mäßig bei dem anderen, bei der E-Klasse und bei der S-Klasse auch. Komischerweise hat der das nicht. Dann drücken wir jetzt einfach mal das Knöpfchen. Heckklappe hat er, geil. Elektrisch auch hier. Metro Professional steht drin. Wir schauen einfach mal rein. Der Kofferraum ist sehr einladend. Er lädt ein, um was einzuladen. Die Ladekante ist auch sehr, sehr schick. Die ist sehr, sehr hoch. Die ist für mich super als Riesenkerl. Manche Menschen finden das schlecht, weil sie halt klein sind und dann müssen sie Wasserkisten und so hier hoch machen. Das mögen die natürlich nicht. Ich mag's, weil ich sehr, sehr hoch bin. Freue ich mich da nicht mehr wie bei der E-Klasse irgendwie mich zu bücken und reinkrabbeln zu müssen. Ich habe die Möglichkeit hier das Luftfahrwerk. Er hat ja die E-Active Body Control, die 7.700 Euro aufpreispflichtige Ermatic. Sprich, das Auto kann hüpfen, also das ganze Fahrwerk kann hüpfen und das Auto kann an jedem Rad abgesenkt werden und hochgefahren werden einzeln. Ich kann jedes Rad einzeln ansteuern. Hat er hier auch die Möglichkeit, die Ladekante für kleine Menschen runterzumachen. Wenn ich den Knopf drücke, senkt sich das ganze Auto ab und man kann einfacher einladen. Jedenfalls, wenn man klein ist, für mich ist es dann schlechter. Parktronic 360-Kamera und so hat er natürlich auch, wie es das gehört. Lustiger, ich weiß nicht, ob es ein Mangel ist. Das hatte ich beim Kauf schon entdeckt. Schaut mal hier. Das Auto ist ja in den USA produziert, ne? Schaut mal hier, das ist nämlich weich. Das habe ich dann dem Verkäufer gezeigt. Dann ist er auf die andere Seite gegangen und hat gesagt, das ist normal. Das sei, weil hier ist auch nämlich so ein Dämpfer, wenn die Heckklappe quasi runterfährt, dass das bisschen Spiel hat und nicht auf hart... auf ein hartes Metall dann geht, sondern ein bisschen Spiel hat, ja. Das kann sein. Es ist jedenfalls beidseitig, deshalb denke ich, ist es kein Mangel, sondern ist einfach so. Ich drücke nochmal den Knopf, dann geht er nicht runter. Das ist interessant. Ich kann damit ihn nicht schließen. Das ging sonst komischerweise, vielleicht aus Sicherheitsgründen oder was. Ich weiß es nicht. Drücken wir halt den Knopf, wenn er das möchte. Ich kann natürlich das umklappen noch. Das Ladevolumen weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Es ist ein sehr, sehr viel. reichlich Ladevolumen da auf jeden Fall. Da passt schon einiges rein. Ich glaube 2055 bei umgelegter Rückbank sind es glaube ich 400 Liter. Und das ist schon mächtig. Es ist mehr als bei der E-Klasse, dadurch, dass er höher ist. So. So sieht ein Tankdeckel in der Karre aus. Witzig finde ich, dass hier einfach so eine Abdeckung, so eine Gummiabdeckung, die Spiel hat. Wie so ein Trampolin ist das.
ist hier dran, da wo der AdBlue wäre, wenn es ein Diesel wäre. Es ist kein Diesel, es ist ein Benziner, es ist ein 450. Wir haben einen Motor, gehen wir gleich drauf ein, rein 6-Zylinder mit reichlich PS. Wir machen mal hier die Tür auf. Wir haben wunderschönes Walnussholz, offenporig, also wirklich wunderschön. Das sieht so aus. Wir haben Macchiato Beige mit dem Magma-Grau, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben beleuchtete Einstiegsleisten. Das sieht man jetzt nicht, weil das Licht auch, glaube ich, gar nicht jetzt angegangen ist. Das ist der Innenraum. Das hier sind nachgerüstete, kann ich mal verlinken. Fragt mal, wenn ihr wollt, von AliExpress diese Kissen, die quasi im EQS und in der S-Klasse gibt. Im Maybach und so werden die benutzt. Die sind sehr, sehr angenehm. Das sieht von hinten doof aus. Bei mir sitzt eh niemand hinten. Ich fahre damals zum Beispiel im ML500. Wir hatten schon hier den Vorgänger, den W166. Das hier ist jetzt der V167. Als Coupé wäre es der C167. Hatten wir damals Front Entertainment, da waren dann da Fernseher, die waren nicht einmal an. Beim Kauf habe ich die mal getestet, ob sie funktionieren. Die waren nicht ein einziges Mal in Benutzung. Sitzt halt einfach keiner hinten, das Auto wird selber gefahren. Wir haben hier mehr Platz als je zuvor. Die Sitze sind beide ganz hinten, also nicht ganz hin, sondern sehr, sehr weit, dass ich drin sitzen kann. Also wirklich weit hin. Ihr seht an der B-Säule, wie weit der Sitz hinten ist. Und man hat hier noch Platz. Das war nicht normal vorher bei SUVs. Beim ML-Vorgänger war das nicht so, bei der G-Klasse ist es bis heute nicht so. Das liegt daran, dass das Auto fast 5 Meter Länge hat. Das ist der längste GLE, den es jemals gab. Und diese Länge kam am Radstand. Radstand ist hier zwischen den Rädern. Und das kam dann der Vorrückbank, der hinteren Rückbank zugute. Wir haben hier so ein Fach. Da unten haben wir zwei USB-C-Anschlüsse. Das war auch neu für mich. Die Autos gibt es nur noch mit USB-C. Die gibt es nicht mehr mit dem alten USB. Dann hier Cupholder natürlich. Wir haben die Echtledersitze, wie ich eben schon betont habe, mit schönem Stitching. Hier ist ein dunkleres Stitching, hier wieder ein helleres Stitching. Auch hier wieder dunkleres Stitching. Das haben sie abgewechselt. Einfach so, denke ich mal, weil es halt schön aussieht. Hier kann man schon ein bisschen sehen, wie sexy das da vorne aussieht. Ich habe Gummimatten als Deal beim Kauf noch reinmachen lassen. Der hat natürlich auch Velourmatten. Die Gummimatten sind extra zugeschnitten und ich finde die Qualität der Gummimatten voll geil, weil sie halt wirklich für das Auto zugeschnitten wurden und von Mercedes sind. Die kosten dann halt auch über 100 Euro. Und das sieht man, das ist einfach Qualität, das passt perfekt da rein. Da hat einer sich das Auto irgendwie die Maße zu Herzen genommen oder ausgemessen und die hergestellt. Voll geil. Ich mache mal die Tür noch auf. Ich probiere mal die Kamera so ein bisschen zu halten, dass man mich jetzt nicht direkt sieht. Die Tür ist auch riesig, die schließt auch wieder ordentlich. Bei der E-Klasse schließt sie ja leider wie ein Mülleimer. Bei der C-Klasse schließt sie wie ein Mülleimer. A-Klasse schließt sie wie ein Mülleimer. Nur bei S-Klasse, GLE und so, SL und so schließen die irgendwie schöner. Und bei der schließt sie auch noch richtig schön. Ist auch eine echte, große, massive, schöne, geile Tür mit einem tollen, großen Einstieg. Ein hoher Einstieg. Man hat ja hier einen riesen SUV. Wir haben auch hier die Trittbretter, die halten auch was aus. Ein Kumpel hat das hier vor kurzem erstmal getestet und ist drauf rumgehüpft. Das hält wirklich viel aus, diese Trittbretter. Die schützen beim Offroad-Fahren auch natürlich den Unterboden. Was gibt's hier drin noch zu sagen? Ich gehe natürlich auch noch auf die Fahrerseite und so. Wir machen natürlich auch noch Fahrszenen. Es gibt einiges natürlich zu dem Auto zu sagen. Ich überlege jetzt hier auf dem Beifahrerplatz. Wir haben hier wie in meiner E-Klasse kein Air Balance. In meiner E-Klasse war Air Balance, meine ich damit. Air Balance war dieses Beduftungssystem. Wir haben einfach nur ein Handschuhfach ohne diesen Parfümflakon. Dann kann er auch schon nicht kaputt gehen. Wir haben natürlich hier eine Lenkrad. Nicht Lenkrad, eine Sitzverstellung. Memory hat dieses Fahrzeug nicht, deshalb sind diese Knöpfe hier leer. Komischerweise hat er die leeren Knöpfe, bei anderen hört dann einfach das Zierelement hier auf. Ich vermute, es liegt an dem Holz, weil die meisten Leute, die das Holz haben, auch Memory haben. Wir haben eine Sitzheizung, hier wäre die Sitzkühlung, die hat er leider auch nicht. Die bin ich sonst gewohnt gewesen, aber das Auto hat mich trotzdem vollends überzeugt, zumal ich so viele Probleme mit meiner tollen Vollausstattung, die ich ja hatte, bin ich eigentlich ganz froh, dass er manche Ausstattungssachen einfach nicht hat, die unnötig sind, die einfach weitere Probleme machen können. Und ja, ich war immer Vollausstattung, Vollausstattung, Vollausstattung. Wir hatten immer Vollausstattung, wir hatten auch nie Probleme. Seit der E-Klasse habe ich so ein bisschen Schiss. Wir haben mit dem Auto leider jetzt, oder was heißt wir? Ich habe mit dem Auto kleine Problemchen schon gefunden. Ein größeres Problem, was kein Problem ist, weil ich junge Sterne-Garantie habe, sind die Scheinwerfer. Und zwar sind beide Scheinwerfer undicht
Mercedes sagt, bis zu einem gewissen Maß ist das in Ordnung. Man spricht von einer Tröpfchenbildung. Ab Tröpfchenbildung ist es zu viel des Guten. Das Auto wurde jetzt nicht hier viel gefahren hierher, aber ohne Regen beschlagen und werden nass. Beide Scheinwerfer. Ich kann das Video, wenn es mir einfällt, ich mache mal hier meine Hand hin, um dass es mir vielleicht einfällt, mache ich das Video hier rein und schneide das rein, die Szene, wo ich die filme oder ein Foto davon. Beide sind wirklich nass. Und das darf auf keinen Fall sein. Und das bei ohne Regen die ganze Zeit. Einfach so. Ich muss nochmal hier betonen, wie endgeil das Auto aussieht. Seht ihr diese Power? Ja, das sieht man hier. Diese Powerdomes sehen so böse aus. Das war normalerweise nur beim C63. Mittlerweile gibt es das auch bei den anderen Modellen. Sieht wirklich einfach geil aus. Was ich auch voll geil finde, ist, dass ich die Radziermuttern habe. Schaut mal, die haben nämlich hier... Die sind einfach schöner, die haben diesen, die sind nicht einfach Schrauben, die haben hier so wie so eine Mutter dahinter und dann ziehen, wie so ein Stern, sternförmige Muttern, voll geil, also wirklich geil. Das sind so kleine Details und das ist einfach schön, dass er das hat. Ich mache mal die Fahrertür auf. So, ich mache mal einen Schwenker hier, wo es schöner ist. Zack, Tür ist offen. Was voll geil ist, es ist ja ein Ami-Schlitten, ne? Wir haben einen Cupholder, wo hier meine... 1 Liter Isolierflasche aus Metall reinpasst, ganz easy. Dann haben wir hier nochmal einen Cupholder, wo auch noch eine große Flasche reinpasst. Dann haben wir hier noch ein Riesenfach, da habe ich jetzt Handschuhe und Sachen liegen. Dann, was gibt's noch zu sagen? Ah genau, er hat Chrompaket. Das Chrompaket beschreibt, dass das hier zum Beispiel chrom ist, dass das hier verchromt ist. Das Chrompaket ist anscheinend serienmäßig. Man kann es aber auch, wenn man tatsächlich möchte, abbestellen. Dann hier diese traumhaft schönen Knöpfe. Lufteinlässe, Distronic Plus und das ganze Gedöns, Multifunktionslenkrad mit Touchscreens. Da hat es den modernen Touchscreen schon, weil wir haben hier das MBUX. Wir haben nicht mehr das Command, was absolut fehlerhaft war und übelst die Bugs hatte. Auch in der letzten Ausbaustufe hatte das ganz viele Bugs. Deshalb haben sie jetzt das MBUX reingemacht. M-Box kann man es auch aussprechen, weil das vielleicht noch mehr Bugs hat. Nee, im Moment ist es ziemlich gut. Ich habe noch keine großartigen Bugs, außer dass wenn man CarPlay Wireless installiert nachträglich, dass es auf dem Bildschirm mehr viereckig statt rechteckig ist und nicht den ganzen Bildschirm ausfüllt, also kein Fullscreen. Das haben auch schon sehr, sehr viele bemängelt. Ich mache hier nochmal die Tür auf. Wollte euch das zeigen. Hier passt auch nämlich eine 1 Liter, 2 Liter Flasche oder so rein, was ziemlich cool ist. Mir fällt gerade was auf. Ich habe hier so einen Einkaufschip. Ist hier reingerutscht. Die müssen wir mal wieder hier vorlegen. So. Ja, Scheinwerfer ist ein Problem. Die sind beide, müssen gewechselt werden. Das wird von der Jungsterne auch ohne Murren gemacht. Und noch ein Problem ist das hier. Das ist ein bekanntes Problem. Im Forum haben sich gleich ganz viele gemeldet. Was ist passiert? Genau, das hier geht nicht auf. Das Fach, da habe ich jetzt schon hier Sachen, die USB-C-Adapter und Kabel. Hier habe ich extra so einen Adapter noch dran gemacht, dass es geht. Aber es geht damit, das ist der Wireless-Adapter fürs CarPlay. Und hier USB-C auf Lightning, weil ich hatte gar keine Kabel dafür, nur eins, was ich benutzt hatte. Das ist meine Drohne hier, mit der fliege ich gleich noch auf dem Beifahrersitzplatz. Ja, hier Einheiten. Da kann ich das Auto hoch, runter, alles mögliche liften. Ich kann es ja auch hüpfen lassen. Ich überlege gerade, wenn ich das jetzt hüpfen lassen würde. Ich habe das Hüpfen noch nie gemacht. Das wäre doch eigentlich eine coole Aufnahme im Schnee, oder? Ich glaube, das probiere ich hier das allererste Mal aus. Ich muss die Kamera aber jetzt hier in den Schnee reinstellen. Das probiere ich mal. Ich erkläre beim Fahren so ein bisschen noch zum MBUX und so. Das habe ich schon in meinem Abholvideo, bin ich schon drauf eingegangen. Er hat natürlich hier Ambiente Premium und sonst was. Das heißt aber nicht mehr Ambiente Premium, das heißt bei dem nur Ambiente-Paket. Und ich glaube, das passt jetzt hier vom Schnee und draußen. Da kommen jetzt noch Drohnenaufnahmen und so. Und ich fahre natürlich das Auto auch noch. Ich stoppe das Video hier mal an der Stelle. So, meine Hände sind so kalt. Ich gehe hier, Dynamic. Ich habe das Fach jetzt aufgemacht, so sieht schön aus. Dynamic Curve Eco Offroad. Das Axis, ah sorry, die Kamera war noch auf dem Lenkrad. So, Offroad-Modus hat er jetzt. Jetzt kann er aber noch nicht automatisch hüpfen. Jetzt muss ich auf... Ich habe es, wie gesagt, noch nie gemacht, aber ich hatte mal geguckt, wie das geht hier auf den Autoknopf. Jetzt hat er die Assistenzsysteme alle, Lenkassistent, Spurassistent. Das finde ich geil hier. Absenken beim Einstieg. Der senkt sich ab, dass ich einsteigen kann, wenn er zu hoch ist, wenn ich ein kleiner Mensch bin. Geil. Aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug. So, ich glaube, hier ist es. Jetzt hat er Dynamic Select. Ich glaube, da ist es schon drin. Dynamic Select, konfigurieren, Curve, Abfrage.
Da ist es nicht. Ich schnaufe, das ist so kalt. Oh, ist das kalt. Nee, da ist es noch nicht. Moment. Wir suchen jetzt selbst System. Dann seht ihr auch mal hier, was das System alles kann. Da wird es nicht drin sein. Ach Mensch, wo war das denn? Ich zeige euch ja eh hier mal alles. Schnellzugriff, Assistenz, Kamera parken. Hier, Offroad-Assistent. So, Funktion nicht verfügbar. Höchstgeschwindigkeit 15. Ich gehe mal in Drive. Jetzt geht's. Okay, in Park macht das nicht. Ich muss in Drive-Freifahrmodus. Oh je. Alter, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin ganz nervös hier. Freifahrmodus für verbessertes Startverhalten auf Sand, Schnee und Losem. Okay, wir sind auf Schnee. Wir probieren es aus. Lass uns hüpfen. Oh, oh, er hüpft. Alter, das ist ja lustig. Okay, Alter, er hüpft richtig stark. Yeah! Das arme Auto. Ach du Scheiße. Alter, Alter, der wippt sich gerade ganz böse auf. Also ich will es nicht übertreiben. Wenn das nicht mein Auto wäre, würde ich den ganzen Tag machen an jeder Ampel, um cool zu sein. Alter, das fühlt sich das geil an. Das fühlt sich an wie so ein Lowrider. Aber ich will das Auto nicht kaputt machen, weil es mein eigenes ist. Deshalb, geil, stopp. Oh, er hat selbst gestoppt. Okay. Ah, perfekt. Okay, da geht ein Modi durch. Jetzt hat er von selbst gestoppt. Sonst hätte ich ihn jetzt gestoppt. Wir haben übrigens Verbrauch von 74,6 Liter. Ja, weil wir halt nur hier stehen. Ich stoppe das Video hier und dann gehen wir wieder an die Kamera draußen und ich zeige euch noch den Motor. So, ich muss euch hier mal noch den Motor zeigen. So. Das rote Ding, guck mal hier, das ist sogar in Rot, dass man es nicht verfehlt. Normalerweise war das nicht in Rot. So. Ich habe ihn eben hüpfen lassen zum ersten Mal in meinem Leben. Das fühlt sich so dermaßen geil an. Ich würde es am liebsten den ganzen Tag machen, aber wie gesagt, es ist mein Auto. Und ich will nicht, dass er kaputt geht. So, was fällt uns hier schon auf? Dass er Carbon hier vorne hat. Wie geil ist das denn? Die geile Karre. Schaut euch das mal an hier. Carbon. Ich bin jetzt richtig happy, weil das Hüpfen so geil war. Ohne Scheiß. Das war ja mal richtig lustig gerade. Alter, wie lustig war das denn? Das ganze Auto hat gehüpft. Aber auch richtig stark. Nicht nur so ein bisschen. Ja, hier. Carbon. War das lustig. Ich hoffe, du hast es auf dem Video gut gesehen. Carbon, das ist halt so, weil das Auto geil ist und auch teuer ist. Die Karren kosten halt direkt mal über 100.000 Euro, gerade mit diesem dicken Motor hier. Das ist der M265. Lass mich eine Sekunde überlegen, ob das überhaupt stimmt, was ich gerade gesagt habe. Jetzt habe ich es die ganze Zeit im Kopf gehabt, jetzt bin ich mir gerade unsicher. Ich bin ja vorher immer V8 Biturbo gefahren und deshalb da weiß ich, wie die Motoren heißen. Doch, M265. Ich habe es nämlich hier auf dem Handy nochmal gelesen, was genau der macht, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob der das macht, was ich glaube, was er macht. So, wir haben 6 Zylinder in Reihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 367 PS. Ich gucke nirgendwo ab, aber ich müsste kurz überlegen, dass ich genau richtig sage. Ja, 367 PS plus 500 Newtonmeter plus 250 Newtonmeter, die durch 22 PS elektronisch durch ein 48 Volt System kommen. Mild-Hybrid, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da kommen wir auf 389 PS. Ich finde es bescheuert, dass die 400 nicht geknackt haben. Der Mercedes S-Klassen-Baureihenchef hatte selber gesagt, als dieser Motor released wurde für die S-Klasse, beim W222 Mopf gab es das zum ersten Mal, diesen Motor. Beim 500er kam der Motor plötzlich raus, der dann den V8 ersetzt hat. Das Auto hieß dann S560 und den haben wir auch, den S560. Das war dann quasi der neue 500er. Ziemlich geil, weil damals gab es ja schon den SEC560. Geile Karre, also eine alte Bezeichnung, die es schon damals gab. Ziemlich schön, dass Mercedes die wiedergeholt hat. Jetzt heißen sie ja komischerweise S580, die 500er. Der Baureihenchef hat gesagt, dass dieser Motor dem V8-Motor sehr nahe kommt und von der Laufruhe und auch Stärke wird überall im Internet beschrieben, dass dieser Motor dem V8 sehr nahe kommt. Ich kann das als V8-Fahrer bestätigen, dass ein wunderschöner Motor ist. Mercedes hatte seit 1997 keinen reinen Sechszylinder mehr gebaut, nur noch V6 bei Benzinern. Stand in dem Artikel, das bedeutet für mich, dass vielleicht ein rein Sechszylinder Elektro oder Diesel oder irgendwas gab. Auf jeden Fall als Benziner gab es das nicht mehr. Und was gab es noch zu sagen? Genau, das ist der Motor aus dem GLE 43, der hieß zuerst GLE 450 AMG, wenn ihr euch erinnert, als das mit dem GLE Coupé und so rauskam. So 18, glaube ich, so 17, 18, nee, warte mal, GLE gab es ja viel früher. Die S-Klasse mit dem 450 kam erst mit dem Mild-Hybrid. Genau, so, warte jetzt. Sorry, ich erörter es mir gerade, während ich
nachdenke. Der GLE, der wurde bis 2014, gab es den GLE-Mopf. Davor gab es, hieß es ML, dann gab es zum ersten Mal die Baureihe GLE. Wir hatten nämlich noch einen 2013er ML500, das war der letzte. 14 gab es, glaube ich, auch noch ML und 14, 15 gab es zum allerersten Mal dann GLE, die Bezeichnung GLE. Und diese Bezeichnung GLE war dann der 450 AMG, war dann unterm 63 AMG. Vom 450 AMG gab es dann den 43 AMG, der wurde dann umbenannt. Das war die ganze Zeit dieser Motor, aber ohne Mild-Hybrid, ohne Elektro. Nur die 367 PS. Und dann bei dem neuen, bei ihm hier, bei dem 167 Baureihe, V167, kam dann ganz neu raus der 450 wieder. 43 wurde abgeschafft und es gab nur noch den 53. Und der 53 hat 435 PS plus die 22 PS. Das ist der identische Motor. Nur hat er natürlich irgendwie so ein bisschen Softwareoptimierung, Chips-Tuning bekommen hier, Packung Funny frisch unter die Haube und er hat deshalb ein paar PS mehr auf dem Datenblatt. Aber es ist derselbe Motor. Das heißt, der Motor gibt es nur in der S-Klasse. In der E-Klasse gab es ihn kurz. Und hier im GLE. Das ist ein sehr besonderer Motor. Jeder, der ein Motorsport-Fanatiker ist, weiß, dass so ein rein Sechszylinder was Besonderes ist. Der klingt nämlich auch schön kernig und hat einen außergewöhnlichen Klang. Und ich glaube, da habe ich jetzt genug zu dem Motor gesagt. Hier nochmal die Sonne. Ich glaube, wir fahren mal eine Runde. Allerdings wird es schon dunkel sein. Die Sonne geht ja schon unter. Und sorry, das war nicht wirklich ein Rülps. Das war so ein kurzes Atemausgleich-Ding vom Mund. Falls das einer gerade mitbekommen hat und dachte, ja, da abgerülpst der Tick so. Ich sag schon mal auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die allergeilsten. Ey, ich freue mich, dass ihr alle noch in 2024 da seid und auch viel, viel mehr und zahlreich. Und ich freue mich immer wie verrückt, wenn mich hier einer abonniert, einer kommentiert und liked. Und wenn ich sehe, dass Kommentare von denselben Leuten wiederkommen, das sehe ich und kommentiere auch alles und antworte auf eure Anfragen und so. Und ich freue mich einfach wie verrückt und auch über dieses ultra geile Auto und dass es hier so schön aussieht. Und das Video geht gleich weiter. Vielen Dank. So, wir sitzen im Auto, ich drück's Knöpfchen. Erstattet. Wir sind noch immer hier im Paradies. Ich habe jetzt mehr Drohne aufgenommen. Dann ging die Drohne ernsthaft leer. Hier ist noch alles vom Ding, vom Hüpfen. Da ging mir ernsthaft die Drohne leer. Und hab ich Pech gehabt. Einmal konnte ich hochfliegen, einmal ums Auto herum und dann war die Drohne leer. So, das Auto könnte jetzt rein theoretisch hier kreuz und quer überall hin und ich könnte hier rumdriften auf dem Feld. Das habe ich früher gemacht, solche Sachen. Gibt es auch Aufnahmen von mir mit dem ML500 und mit einem Cayenne, wie ich im Kreis drifte. Und das haben wir sogar mit der Drohne damals aufgenommen. Vielleicht kann ich mal noch ein Foto einblenden, wenn es mir jetzt einfällt und ich das Bild finde. Haben auch ein Video da online in YouTube gehabt. Damals allerdings auf dem Kanal von meinem Freund, Kumpel. Freund klingt immer so ein bisschen vom anderen Ufer, wenn man sagt, mein Freund. So. Auf jeden Fall, das Auto fährt hier ohne Probleme. Ich kann jetzt rückwärts wieder hier raus oder ich fahre einfach vorwärts quer übers Feld. Was ist euch lieber? Ich bin eigentlich ein Rückwärtsfan. Dann kann man eigentlich auch mal hier die Rückfahrkamera gleich mal noch angucken. So sieht die Rückfahrkamera nämlich aus. 360-Kamera. Was lustig ist, das sieht man im Dunkeln, ist, dass rechts und links hier vom Mercedes-Auto, wenn es mir einfällt, blende ich es ein. Ich habe es gefilmt. Zeigt er mir nämlich zwei Mercedes-Projektionen an Mercedes-Stern-Projektionen. Das macht er, wenn das Auto geöffnet wird, ist rechts und links Mercedes-Stern zu sehen. Und er macht das tatsächlich auch beim 360-Kamera anmachen, beim Parken im Dunkeln, weil die Lichter einfach angehen und da ist halt zufällig in den Lichtern auch der Mercedes-Stern. Das heißt, jedes Mal, wenn man die Kamera anmacht, fährt man mit zwei Mercedes-Sternen, die rechts und links neben das Auto projiziert werden, durch die Gegend. Das Rückwärtsfahren funktioniert hier ausgezeichnet, wirklich sehr, sehr gut. Die rechte Kamera senkt sich ab. Ich fahre hier ganz gemütlich meinen Spuren nach. Wir haben hier vorne diesen Feldweg. Was fällt mir noch ein? Ah, genau, was richtig cool ist, der hat jetzt diesen Segelmodus neuerdings, auch im Tempomat. Also wenn ich quasi Distronic Plus fahre und das Auto alleine fahren lasse, dann hat er den Segelmodus bekommen. Das gab es vorher noch nicht. Jetzt muss ich aufpassen, da hinten kommt ein Stein und eine Bank. Und dieses Segeln macht richtig Spaß. Der versteht, wenn ich in den Ort reinfahre und dann rekupiert er, hier habe ich EQ-Anzeige, er rekupiert,
wenn er merkt, ich fahre jetzt, lass in den Ort reinrollen, er rekupiert nicht, wenn ich auf der Autobahn bin und er weiß, ich will einfach noch schnell rollen ohne Verlangsamung. Und das ist so krass, dass er das kapiert. Jetzt fahre ich hier wieder auf der Hauptstraße drauf. Jetzt muss ich die Kamera ausmachen. Ich mache das Video wahrscheinlich im Dunkeln weiter, weil ich später noch in die Sauna fahren möchte. Und dann hänge ich mir noch die GoPro um den Hals und filme dann und erzähle noch ein bisschen beim Fahren. Oder ich belasse es einfach dabei. Es kommen ja eh noch zig Videos. Die Assistenzsysteme habe ich alle schon gezeigt. Das wollte ich gerade sagen. Der Verbrauch ist bei so einem Auto bei 11,6 Liter circa. Wenn man es drauf anlegt, kann man den auf 9 Liter bewegen. Zum Beispiel die ganze Zeit auf der Autobahn. Dann kommt man auf 9 Liter im Eco-Modus. Der hat natürlich auch Sport, Sport Plus, das ganze Gedöns. Diese Anwählung an jeder Achse, das Hüpfen habe ich euch ja jetzt schon gezeigt. Er hat dieses Lenkrad, Ambiente. Ich glaube, das ist so ein geiles Video, wie es jetzt ist, oder? Ich glaube, ich muss gar nichts mehr sagen. Das war's. Das Auto ist natürlich Offroad-fähig bis zum Umfallen. Es ist ein Offroader. Der kann alles. Der kann über Häuser hüpfen. Der kann auch durchs Haus fahren, wenn ich möchte. Massagesitze, sonst was. Alles an Bord. Wie sich das gehört für einen Mercedes-Benz. Das war's vom Utixo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir auf Instagram utixo.de, wenn ihr mich geil findet und gerne auf Instagram seid und tollen Content seht. Schaut mir zu. Ich schaue dann euch auch zu und like zurück und follow und sonst was. Pipapo und Ananas. Das war's von Utixo. Dankeschön. Woo!